die Barbara, ich bin die Betreuerin seit 4 Jahren und ich habe letzte Nacht Nachtdienst gehabt und das war jetzt mein Frühdienst. Ich fange kurz nach 5:30 an mit den Morgenmedikamenten, die die Bewohner in die Zimmer kriegen. Es sind einige, die das in der Früh schon nehmen müssen vor dem Frühstück. Und 6 kommt dann, ja, ist dann eh schon dran. Wir schneiden das Brot auf, der Tisch ist gedeckt, das wird immer am Abend schon gemacht, vor den Bewohnern. Mit ein paar Bewohnern gehen wir Zähne putzen. Bei den anderen schaut man, dass die Jausen mitnehmen, was zum Trinken mit haben, dass alle dann um 7:30 fertig sind zum Aufbruch in die Tagesstätte. Was mir taugt an der Arbeit ist, es ist jeder unserer Bewohner ist anders und jeder darf auch anders sein. Und das ist das Schöne, gerade in der Behindertenarbeit, dass das auch noch akzeptiert wird, dass jeder andere Bedürfnisse hat und dass man nicht versuchen muss, die Leute alle in eine Richtung zu ausrichten. Ich mag die Arbeit. Wasser ist gesund. Wasser ist gesund, ja, trink. Trink, Birgit. Und dann kannst du Kaffee auch trinken. Ich darf mich jetzt da kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Kühnel. Meine Aufgabe da ist die Leitung des Wohnhauses. In dem Wohnhaus sind jetzt in jedem Geschoss 2 Gruppen, also insgesamt 4 Gruppen. Und in diesen Gruppen wohnen insgesamt 33 Bewohner. Jeder hat ein Einzelzimmer. Das Gebäude ist in 2 Geschosse. Erdgeschoss, 1. Stock, wo jeweils 2 Gruppen sind. Diese Gruppen sind nach einem Farbleitsystem geordnet. Das heißt, dass die Bewohner, auch die nicht lesen können, sich leichter zurechtfinden. Dieses Farbleitsystem zieht sich durch die Gänge und ist aber auch mit einem Fliesenmuster in jedem Badezimmer vermerkt, dass wirklich eine Zuordnbarkeit da ist. Ja, mein Name ist Dietmar Fenz. Ich bin Obmann vom Damit Ziel. Das heißt ehemalig betreutes Wohnen in St. Pölten. Ich bin eigentlich Gründer und habe das Konzept erstellt für das Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Wir haben 2006 eröffnet. Und als der Verein, was das betreibt, ich bin Obmann vom Betreiberverein, betreutes Wohnen in St. Pölten geheißen. Betreutes Wohnen in St. Pölten ist aber mittlerweile nach einigen Jahren. Es sind so viele Vereine, die was betreutes Wohnen heißen, dass sich die Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr auskennt. Ja, was macht wer? Deswegen haben wir sie umbenannt auf Damit Ziel. Das heißt, Damit Ziel behindert Leben, betreut Wohnen, was glaube ich eine ganz gute Geschichte ist. Das Wohnhaus Damit Ziel ist eine Wohnstätte für unsere Bewohner, aber auch ein ganz ein zentraler Punkt der Entwicklung. Menschen, die erwachsen werden, immer danach streben, vom Elternhaus auszuziehen. Und in dem Bereich bieten wir ihnen die Chance, das auch zu tun, obwohl sie nicht diese Ressourcen und intellektuellen Fähigkeiten haben, die ihm gesellschaftlich notwendig sind, um alleine leben zu können. Und wir unterstützen das auch ganz toll insofern, dass wir die Leute wirklich nicht so Hotel-Mama-mäßig verwöhnen, sondern sehr wohl schauen, wo ihre Fähigkeiten sind, um wirklich viel oder möglichst breite Felder der Selbstständigkeit abzudecken. Unser Betreuungskonzept geht hin zur Unterstützung der Selbstbestimmung im Abgleich mit Selbstverantwortung. Das heißt, man kann nicht alles selbst bestimmen lassen, wo nicht die Verantwortung des jeweiligen Menschen auch da ist. Das heißt, dort sind wir diejenigen, die durch Betreuungspläne einfach Ziele festlegen mit dem betroffenen Bewohner und dementsprechend ist das Aufgabengebiet ein weites und die Verantwortung eine große. Und da bin ich auch recht stolz, ein so professionelles Team zu haben, die diese Aufgaben sehr kontrolliert, aber auch sehr menschlich und in einem sehr guten Bezug zu den einzelnen Bewohnern umsetzen.
Ja, ich bin die Christina. Ja, ich bin die Steffi, ich bin auch Betreuerin da im Wohnhaus und ich bin eigentlich auch seit Anfang an mit dabei. Ja, also es ist so, dass jeder Betreuer Bezugsbewohner hat. Je nachdem, wie viele Stunden der Betreuer hat, also wir zwei sind Vollzeitkräfte und haben wir jeweils zwei Bezugsbewohner. Und zuständig sind wir da für hauptsächlich Dokumentation, also Entwicklungsbericht, Verlaufsdokumentation. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Arzttermine durchgeführt werden, die normalen Routineuntersuchungen, Facharztbesuche, die werden dann entweder vor einem Begleitdienst erledigt oder die Sachwalter gehen mit den Bewohnern zum Arzt. Dann steht am Freitag immer der Wocheneinkauf am Programm. Der wird für die gesamte Woche dann eingekauft. Also das ist immer ein Rieseneinkauf. Dann ist in einer Gruppenküche findet gemeinsames Kaffeetrinken statt. Die Bewohner bereiten Kaffee selber zu, errichten eine Milchreserve, was da ist. Ja, müssen wir ein gemütliches Beisammensein. Wir schauen, dass wir vor dem Abendessen nur zur Körperpflege kommen. Ja, dann wird sind einige Bewohner sind zum Duschen und dann wird gemeinsam das Abendessen zubereitet, wo wir die Bewohner unterstützen. Sie müssen entscheiden, was sie am Abend essen wollen und dann wird halt das Abendessen zubereitet. Wir haben eine Boccia-Bahn, wir haben einen Tischfußball, wir haben Dartscheiben, da können sie selbstständig runtergehen. Sie sind fleißig am Trainieren für die Special Olympics 2014. Da nimmt die Boccia-Mannschaft teil. Durch ein gutes Freizeitprogramm und durch gute, im Jahr verteilte Sport- und Urlaubsaktionen die Leute natürlich auch dazu animieren können, dass sie speziell beim Sport üben und trainieren. Und das festigt es natürlich dann auch im Selbstbewusstsein, in der Erfahrung, in der Gruppe etwas zu erleben. Und das ist für uns ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel die Boccia-Trainerin. Und wir haben unten im Keller Boccia-Bahn. Das heißt, wir können immer, wenn es uns gefällt, trainieren gehen. Und ja, wir haben schon sehr viele Turnieren teilgenommen. Zum Beispiel sind wir dreimal schon Staatsmeister geworden. Und 2010 in St. Pölten bei Special Olympics haben wir in der besten Kategorie die Goldmedaille gemacht. Da sind wir Sieger. Und die Susi hat in der zweitbesten Kategorie die Silbermedaille gemacht. Und unsere Boccia-Mannschaft, also wir haben 9 Sportler und wir schauen halt, dass wirklich regelmäßig trainiert wird. Ne? Ich bin der Patrick Steininger und ich bin der Interessensvertreter für 32 Bewohner. Wenn die Bewohner Probleme haben oder streiten, können sie zu mir kommen. Und zu mir? Muss ich für sie da sein. Oder wenn wir auf ein Seminar fahren, da vertrete ich automatisch das Wohnhaus. Ich heiße Peter Lebota, ich bin Stellvertreter von da. Und ich arbeite für alle, wie Patrick gesagt hat. Wenn wir Probleme haben, kommen sie auch immer zu mir, wir reden miteinander und so weiter. Ich bin glücklich hier von Stellvertreter Josef und Patrick. Ich heiße Ömer Tunjel und ich bin hier der Zivildiener im Obergeschoss. Also ich kümmere mich um die Bewohner, ich pflege sie. Also man lernt hier als Zivildiener viel für das Leben dazu. Ich habe hier Sachen gelernt, die ich jetzt beim Roten Kreuz oder beim Bundesheer nicht gelernt hätte. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich selbst in den 9 Monaten total weiterentwickelt habe von meiner Persönlichkeit. Dass ich erwachsener geworden bin und mir jetzt Sachen zutraue, die ich früher nie gemacht hätte.
Was mir Spaß macht oder was ich super finde, ich darf meinen Hund mitnehmen, da in die Arbeit, die Penny. Ich studiere nebenbei tiergestützte Pädagogik und darf halt das da so ein bisschen mit reinbringen und die Leute nehmen es eigentlich total gut an. Ich darf auch am Herzhund und das war eigentlich auch der Beweggrund von Anfang an, dass vor allem die Eltern wissen, dass ein Kind gut untergebracht ist. Wir praktizieren das so, dass die Eltern jederzeit kommen können, dass sie es zum Wochenende zum Beispiel haben können, dass sie mit einem Urlaub fahren können. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Vor allem, dass sie die Bewohnerinnen wohlfühlen und dass sie eine gewisse Entwicklungsphase durchmachen. Das heißt, dass sie so viel wie möglich dann selbst machen können.